Das Symposium Lunge, Sie sind die Moderatorin. Was soll es, was kann es leisten? Ja, ich denke, dass dieses Symposium ein ganz besonderes Forum eigentlich ist, weil es Patienten mit Ärzten, und zwar jeweils mit den bekanntesten Experten auf dem Gebiet und eben, was man sonst nicht hat, auch mit der Industrie zusammenbringt. Und ich glaube, dass das Besondere ist, dass ein Patient wissen muss, was er für eine Krankheit hat. Er muss verstehen, er muss wissen, was er tun kann, und dazu muss er ja die Möglichkeiten kennen. Und nicht jeder kann alle technischen Möglichkeiten kennen, deswegen ist die Industrie wichtig. Und er kann so ein klein bisschen einen Ausblick nehmen auf das, was gerade aktuell in der Wissenschaft ist, durch die Referenten. Hat auch die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt. Und ich persönlich schätze das sehr, dass ich immer wieder auch mit Patienten, die ich schon jahrelang kenne, hier zusammentreffe. Jetzt ist es so, Sie sind Moderatorin, Sie sind auch Referentin und es ist ja eine Patientenveranstaltung. Wie schwierig ist das, von diesem medizinischen Level runterzukommen auf ein etwas allgemeinverständlicheres? Ich denke, das ist eine sehr schwierige Aufgabe, weil wir werden ja an der Universität dazu erzogen, dass ein guter Vortrag immer auch wissenschaftlich gut sein muss. Er muss rhetorisch prägnant sein. Es wäre verpönt, in der Wissenschaft so allgemeine Worte zu verwenden, sondern man möchte den Fachausdruck hören. Das heißt also, jemand, der universitär ausgebildet ist, wird sich schwer tun, den normalen Tonfall eines normalen Menschen zu treffen, weil er ja gewöhnt ist, danach beurteilt zu werden, dass er fehlerfrei Lateinisch spricht, um es so zu sagen, oder Fachchinesisch oder Englisch. Und deswegen ist es wichtig, dass man eben daran denkt, dass die Menschen, die hier sitzen, keine Studenten sind, sondern das sind Menschen wie du und ich, die eben zu dem Thema nicht wirklich Bescheid wissen oder vielleicht nur wenig wissen. Und die Kunst ist es, dass man von dem, was man selbst verstanden hat, und dann muss man sich daran erinnern, dass es manchmal lang gedauert hat, bis man es so gut verstanden hat, und das dann in wenigen Worten so darzustellen, dass der Patient das richtig gut verstehen kann, dass er es möglichst sehen kann, dass er es hören kann, dass er es mit dem Herz empfinden kann, dass man vielleicht ein Bild findet, das dem Patient verdeutlichen kann, worum es bei der Sache geht. Ist es so, Sie haben es gerade eben schon angesprochen, dass auch die Referenten so ein bisschen was mitnehmen, weil eben hier auf einer anderen Ebene sich begegnet wird? Das hoffe ich so. Ich denke, es ist auch immer wieder interessant zu sehen, weil jedes Jahr andere Referenten da sind, was sich überall so tut, wie jeder eigene Referent vielleicht mit einem Thema intellektuell umgeht, von welcher Seite er es beleuchtet. Und natürlich haben wir auch die Gelegenheit, mal in einem relativ lockeren Gespräch gemeinsam Dinge zu diskutieren. Das heißt, es findet auch ein Austausch statt. Und ich denke, dass die Referenten vor allem auch sehen, anhand der anderen Referenten, wie nah sind sie eigentlich dem Ziel gekommen, einem Patienten das zu vermitteln, was sie vermitteln wollten. Sodass das auch ein bisschen vielleicht eine Vorbildfunktion haben kann. Wie ist das in Ihrer Wahrnehmung, die COPD im Allgemeinen? Ist sie bekannt genug oder braucht es solche Veranstaltungen? Also ich glaube, dass das unbedingt notwendig ist, solche Veranstaltungen zu haben, weil ich mal so an ein Beispiel erinnern möchte. In Thüringen, wo ich im Moment arbeite, da gibt es Veranstaltungen für Herzpatienten, wo 10.000 Leute zusammenkommen oder 5.000 Leute zusammenkommen. Jetzt in Thüringen, manchmal sind es mehr. Und bei uns ist es so, dass wir jetzt 2.500 Patienten haben und sind froh drum. Dabei gibt es mindestens genauso viele lungenkranke Patienten wie Herzpatienten. Und ich glaube, das ist dem geschuldet, dass man früher die COPD so in eine Schmuddelecke gestellt hat. Man hat gesagt, der hat ja selber Schuld, das sind die Raucher. Und das ist eine Krankheit, da kann man eh nichts tun. Selbst verschuldet. Aber das ist der falsche Ansatz, weil wir können sehr viel tun für die COPD und die Patienten können auch viel erreichen, wenn sie gemeinsam mit uns und den Fachgesellschaften auch der Politik sagen, das ist das, was wir brauchen. Nicht immer nur Medikamente, sondern wir brauchen Reha. Wir brauchen auch die richtigen Geräte, mit denen wir versorgt werden wollen. Wie stellt man Anträge? Wie kommt man mit dem allen klar? Und für Lungenkranke kommt noch dazu, dass Patienten, die unter Luftnot leiden, eigentlich sich seltener beschweren, weil sie nämlich Schwierigkeiten haben, das rüberzubringen. Ein Herzpatient ist oft aggressiver und redet ununterbrochen. Und ein Lungenpatient kann das gar nicht so. Und insofern braucht er auch die Unterstützung. Und er muss auch sehen in so einem Forum, dass es eben viele Patienten gibt, denen es auch schlecht geht.
Aber dass eben, wie man im Bayerischen sagt, ein bisschen was geht allerweil. Also dass man sagen kann, es kann man immer noch etwas verbessern und es geht immer weiter. Wie fällt Ihre Bilanz des Tages aus? Ja, ich muss sagen, ich bin wie jedes Jahr eigentlich immer wieder positiv überrascht, wie die Begeisterung der Teilnehmer ist, wie die Beteiligung ist. Ich selber unterrichte ja an der Universität und die Studenten, die sind meistens schon spätestens nach einer halben Stunde dabei, irgendwie ihr Kaffeebrot auszupacken und Geräusche zu machen und sich mit jemandem zu unterhalten. Aber hier hat man den Eindruck, sitzen die Menschen wirklich interessiert. Ich habe auch gesehen, es ist kaum mal einer eingeschlafen. Sie haben wirklich geschafft, den ganzen Tag dieses doch relativ lange Programm durchzustehen. Und wir haben es ja in diesem Jahr auch ein bisschen, sagen wir mal, kürzer gestaltet, nicht so viele Themen, damit man dem auch besser folgen kann. Bis zum Schluss, kann man sagen, war der Saal eigentlich fast voll. Das ist, möchte ich sagen, sicherlich eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung gewesen.